Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Stranded Deep. Im letzten Mal haben wir ja schon. Jetzt erstmal Luft holen, bevor ich weiterrede. Beim letzten Mal haben wir ja schon. Hi Wolli, na Wolli. Nochmal. Beim letzten Mal haben wir ja schon angefangen, hier unser Häuschen anzufangen. Jetzt würde ich gerne mal gucken, ob wir schon die erste Wand bauen können. Können wir nicht. Na. Die Sonne geht unter und irgendwie hat meine Uhr gepiept. Ja, okay. Also ich habe schon einen zweiten Bein dazu gekriegt. Das finde ich super. Ich habe allerdings wieder Hunger. Habe ich auch Durst? Nö. Eben war es doch dunkel. Hat das jetzt wirklich was mit den Wolken zu tun hier? Na, das wäre ja cool. Ja, und jetzt hat sich natürlich der liebe Six mit eingeschlichen ins Video. Der Nuss wird immer noch heller. Also ich glaube, die Wolken haben wirklich was zu sagen. Campfire und Bed. Nee. Hä? Ich verstehe das noch nicht so ganz. Hey, Six, ich habe schon wieder einen Zaun gebaut. Wo ich auch durchlaufen kann. Das war auch aber auch mal anders gewesen. Ach so, muss ich wahrscheinlich wieder alles. Alles hier rein befördern. So, jetzt nehme ich noch die Stück her. Das sieht ja cool aus. Und wow. Okay. Window Wall. Cool, kann man das mittlerweile. Roof and Door. Windowed Wall. Das ist ja mal cool. So. Das ist ja mal cool. Mit dem Fenster sogar. Ja, ich kenne das halt noch nicht. Tut mir ja leid. Nein, geh nicht unter. Shit. Jetzt der Anknipser da. So. Ja, in der Zwischenzeit kümmere ich mich mal um meine Kokosnuss. Nicht so laut. Will hier niemanden wecken. Beziehungsweise ich kümmere mich jetzt erstmal darum, dass wir noch eine Palme haben. Das wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Bevor uns nachher wieder die Axt verschwindet und wir wieder kein Holz haben. Gott, tiefste Nacht, ey. Da kann man auch sehen, was der gute Six spielt.
Das Spiel kenne ich, um ehrlich zu sein, auch gar nicht. Also ich kann euch auch gar nicht sagen, ob das was taugt oder nicht. Aber wahrscheinlich, da er das in letzter Zeit so oft spielt, taugt es wirklich was. Wäre also eventuell gleichzeitig eine Spieleempfehlung. Das, was ihr vielleicht bei mir im Hintergrund hört, ich weiß es nicht, ob ihr das hört. Ich könnte es mir aber vorstellen. Das sind meine beiden Katzen, die sich prügeln. Oder miteinander spielen oder wie auch immer. So ganz raus habe ich das noch nicht, was die genau machen. So, jetzt wollte ich mich aber um eine Kokosnuss kümmern. Ich habe allerdings wieder ein Leben verloren, also esse ich mal wieder noch eine Kartoffel dazu. Und dann, nee, dann gucke ich mir das nochmal an. Sieht immer noch doof aus. Gut, gibt es noch eine Sardine nachträglich zum Nachtisch. Eine Sardine zum Nachtisch. Jam, lecker. So. Und da ich ja wirklich noch mehr Palmen brauche, wurde es, glaube ich, an der Zeit, dass ich hier alle Palmen abholze. Da ist noch eine relativ große. Es nützt ja nichts, wenn ich jetzt jedes Mal immer wieder jede einzelne Palme holen darf. Das wäre ja auch doof. Ich sehe Kokosnüsse. Eins. Ich habe drei gesehen. Zwei. Drei. Hochnehmen, mitkommen. So, jetzt sammle ich erstmal alle. Kokosnuss. Ich sehe eine Kokosnuss. Jetzt sammle ich erstmal alle Palmen. Würde ich jetzt denken. So. Erstmal die von weiter weg holen. Ist hier hinten noch irgendwie ein Palm, ein Pelmchen? Nö. Nehme ich jetzt also die. Weil dann weiß ich nämlich, was ich noch bauen kann und was nicht, bevor ich dann tatsächlich auf eine andere Insel muss. Wie das dann wird, weiß ich auch noch nicht. Also wie ich das dann alles so mache, dass ich das alles mitnehmen kann. Ist das irgendwie so eine ganz hartnäckige? Das ist ja auch wirklich eine richtig hartnäckige Palme gewesen. So. Hatte die Angst vor mir. Ich bin doch so lieb. Nicht wahr, Wolli? Ja, okay, ich lasse dich im Kalten liegen. Das ist jetzt nicht besonders nett. Aber es zählt nicht. Da sehe ich doch was. Da sehe ich doch was. Das könnte eine Palme sein. Und es ist eine. Will ich wissen, was das dieses Piepen die ganze Zeit schon wieder bedeutet? Ich weiß, es bedeutet letzten Endes nur, dass ich immer noch kurz vorm Verrecken bin. Das müsstet ihr aber jetzt definitiv gehört haben. Das war mein großer Kater. Ne, kullert nicht zu weit. Ne? Mama fischt euch nicht wieder aus dem großen Teich raus. Ja. Sagt mir also, ich soll wieder was essen. Gut, hab ja genug. Okay, eine Sardine essen reicht nicht.
Also auch wenn euch das vielleicht noch nicht auf den Zeiger geht mit diesem Holzhacken, mir geht es schon extrem auf den Zeiger. Aber was soll ich tun, ne? So können wir uns natürlich auch schön abschotten, ne? Ja, wie spät ist es denn? 3 Uhr nachts. Also zum Schlafen komme ich hier wirklich nicht. So, jetzt esse ich noch mal was. Genau. Sieht doch super aus. Na, super. Meine einzige Lichtquelle ist verschwunden. Motiviert mich sehr. Aber wirklich. Was brauche ich denn mal? Eine Wall. So, was habe ich. Jetzt habe ich mir das Mondlicht weggenommen. Das ist so genial. Ich weiß nicht, ob ihr was erkennen könnt. Ich kann es echt schlecht erkennen. Das heißt, ich taste mich hier jetzt gerade nur so ein bisschen lang. Und kann leider auch gerade nichts anderes tun, außer Holz weiterhacken. So. Aber da, ich hatte gerade schon Angst, dass mein Paddel weg ist. Da wir jetzt auch schon mit der Zeit um sind, also unsere Zeit ist abgelaufen, würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.